Yo, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal mit Yu-Gi-Oh! Ich habe den Community-Wunsch bekommen, auch mal Yu-Gi-Oh! Mystery-Boxen zu testen. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich doch. Also sehr, sehr gerne. Das einzige Problem dabei ist, ich habe von Yu-Gi-Oh! Fast keine Ahnung. Heißt, wir werden gleich eine Booster Mystery Box auspacken zusammen, aber ihr müsst mir in den Kommentaren sagen, hat sich das für mich gelohnt? Was sind die Booster oder die Karten, die wir treffen, wert? Und ja, ist da ein Hit dabei, ist da kein Hit dabei? Von daher, das wird ein richtiges Community-Ding, weil ich mache das jetzt hier ganz blank, ich versuche die Karten zu beschreiben, sag natürlich auch, wenn ich denke, dass vielleicht ein Hit dabei ist, aber ich habe offiziell keine Ahnung, was ich hier mache. Von daher, ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß, aber es ist an euch, mir jetzt dann durch dieses Video zu helfen, was davon kann weg und was davon gehört in die Sammlung oder vielleicht sogar irgendwo auf eBay, man weiß es ja nicht. Ja, dann dickes Dankeschön, wir haben die 50 Abos geknackt, heißt in den nächsten Videos, und da dann bitte ganz gut aufpassen, wird es ein kleines Gewinnspiel geben, bei dem ihr ja ein, zwei, drei kleine Goodies gewinnen könnt und da einfach nachgucken, wann das Video rauskommt, und natürlich machen wir direkt den nächsten Step und Ziel 100 Subscriber, und ich hoffe natürlich, dass ihr alle da so lange mit am Start bleibt und mich weiter unterstützt. Gut, Daumen noch fix nach oben geben, Subscribe drücken, und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ich habe gesagt, ich gucke mir ein, zwei Yu-Gi-Oh! Mystery Boxen an. Bin noch nicht ganz schlüssig, mit welchen ich da arbeiten möchte. Deswegen bin ich einfach auf eBay und habe einen wunderschönen Umschlag bekommen. Es hieß Yu-Gi-Oh! Mystery Booster Set. Heißt, ich habe hierfür, lasst mich lügen, zwischen 12 und 14 Euro gezahlt und habe dafür jetzt hier einen Umschlag mit verschiedenen Yu-Gi-Boostern bekommen, und die rippen wir zusammen jetzt ganz fröhlich. Und wenn ihr möchtet, schreibt mal rein, was sind die einzelnen Booster wert und natürlich auch, was sind die Karten wert, die wir getroffen haben. Ich verlasse mich da auf euch. Wir starten mit einem Maximum Gold Eldorado Deutsch erste Auflage. Wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, nach was wir gucken. Ich weiß nur, dass Yu-Gi-Karten nicht ganz so stabil sind wie Pokémon-Karten und dafür die Booster schwerer aufgehen, was eine ziemlich uncoole Kombi ist. Heißt, wir gehen mit der Schere rein und machen das Ganze schön clean auf und schauen mal, was wir treffen. Ein glühender Rotdrachen-Erzunterwäldler Abyss. Eine Numeron-Mauer. Knapper Fahrplan. Also ich kann euch die Karten nur zeigen. Und wenn ich denke, es ist was dabei, dann sleeve ich den Spaß. Also sowas, Schicksalszeit Plasma, den Kollegen. Es ist natürlich die Frage, ist das hier in jedem Booster so ein Goldrand oder ist da was Besonderes? Wenn ich jetzt hier einen dicken Hit haben sollte und ich merke das nicht, dann müsst ihr mir auch das sagen. Aber ich glaube, diese Goldkarten sind hier normal. Wir haben noch die magieartige Dimension in unserem Gold-Eldorado. Da ich finde, dass diese zwei Karten trotzdem sehr cool aussehen, und genau danach werde ich auch gehen. Kriegen die von mir trotzdem einen kleinen Sleeve? Das ist die Frage. Wie mache ich es mit meinem Licht, dass ihr es sehen könnt? Wunderbar. Und dann schauen wir weiter. Gut, Pack Nummer 1 auf die Liste. Weiter geht's. Das kenne sogar ich. Eine deutsche Ausgabe, erste Aufgabe, Ghost from the Past, The Second Hunting, also das neuere der beiden Sets.
Jetzt ist die große Frage, haben wir hier ein Display erwischt, wo die Ghost Rare schon raus ist? Ich muss dazu sagen, es ist kein privater Verkäufer, von dem ich diese Mystery Box gekauft habe, sondern ein eBay Store. Was heißt, es sollte eigentlich relativ clean sein. Ah, so der König der Bogenschützen. Missionsheld Multiple Guy. Geistertrick süßer Boss. Eine Brutalität und eine gefallene Zuflucht. Ja. Fein säuberlich beiseite gelegt und sobald jemand von euch schreibt, Bro, die Karte, die sollte in den Sleeve, dann werde ich das natürlich sofort nachholen. Blazing Vortex sollte eines der neueren Yugi-Sets sein. Jetzt sind wir auch bei Englisch. Also wir haben eine englisch-deutsche Mischung. Dragon Lightning. Und vielleicht ist es für euch und für uns ja auch mal cool, etwas anderes auf dem Kanal zu sehen. Neue Sets, mal andere Karten und Dragon und vielleicht können wir damit ja auch unsere Community erweitern und vielleicht kann ich ja auch einfach einen Teil der heute gezogenen Karten direkt in das Giveaway für die 50 Follower packen und wir haben gleich eine schöne Sache, die ihr haben könnt. So, was fühle ich hier noch? Wir haben nur 12 Euro. Ich finde es bei Yu-Gi-Oh! Immer, oder 12, 13, 14 Euro. Ich finde es bei Yu-Gi-Oh! Immer etwas verblüffend, dass da dann trotzdem so viele Booster kommen. Phantom Rage. Holo. Und ihr merkt, so still bin ich sonst sehr selten. Trotzdem sleeven wir den Guten und stellen ihn auf unsere Aufsteller hier hinten. Card Market hat mir mal wieder geschrieben, dass sie zwar eigentlich noch nicht released haben, wie ihre neuen Cases aussehen. Dafür hat mir dann ein Kollege das Bild geschickt, weil die wurde natürlich geleakt. Und das heißt, es ist fertig. Es ist nur noch die Frage, wann machen sich unsere gegradeten Karten aus dem ersten Gewinnspiel auf den Weg zu uns. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Die neuen Labels sehen ganz, ganz anders aus als die alten. Um Welten besser. Wir haben hier noch Lightning Overdrive. Und jetzt ist nur die Frage, wie ist dann die Verarbeitung? Also haben wir wieder solche Flecken von der Versiegelung oder ist das Ganze diesmal clean? Bin ich sehr gespannt. Also wenn die Cases so gut sind wie die neuen Labels, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Und dann hat Card Market da auch echt was für die Qualität getan. Freue ich mich drüber, wenn es so sein sollte. Rangsteigerungszauber, Zigsalkraft in Normal-Holo. Und den Rest können wir, glaube ich, zur Seite legen. Und dann haben wir auch jetzt noch genau einen Booster. Also eigentlich schön was aufzureißen für das Geld, muss ich sagen. Und der hier ist auch sehr, sehr dick. Jetzt haben wir eine 2021 Tin of Ancient Battles Megapack. Und das ist so gut, dass ich und die Kamera mich darin sogar spiegeln. Schaut euch das an. Wo ich mich nicht mit auskenne. Also es ist aus einer Tin. Und ich mag eigentlich Sets aus Tins immer relativ gerne und auch relativ gerne eigentlich sealed. Naja, hätte ich sie so gekauft, hätte ich die wahrscheinlich zugelassen, aber das kann ich euch jetzt ja nicht antun. Und ihr müsst ja auch arbeiten und mir sagen, was ich hier eigentlich in der Hand habe. Also ist ein dicker Batzen Karten. Schauen wir, was wir finden. Ist hier auch wieder bei englischen Karten.
Fiendish Portal in Holo. Ein Seeker in Holo. Ein Virtual World Xixi GT, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Nummer 1. Opening of the Spirit Gates. Dahinter ist Uriah, Lord of Searing Flames. Erinnert mich etwas an Slifer vom Stil her. Schöne Karte. Spiralfusion oder Spiral Fusion. Und danach sind wir wieder bei den Standardkarten. Dann sleeven wir die Jungs noch einmal ein. Und dabei könnt ihr auch gerne jetzt nochmal sagen, haben wir bei Yu-Gi-Oh! Etwas gehittet, was es wert ist aufzuheben oder sich genauer anzuschauen? War es das Ganze wert? Wir gehen jetzt auch alles nochmal durch. Die Karte gefällt mir vom Style her sehr gut. Meistens, wenn sie cool aussehen, dass sie nichts wert sind. Das ist so die klassische Regel. Und dann befürchte ich, ist unsere Mystery Box leer. Was aber nicht heißt, dass ich enttäuscht bin, zumindest jetzt aus Sicht eines neutralen und nicht wirklich professionellen Yu-Gi-Oh! Openers. Also, wir gehen unsere Karten, also unsere Hits durch. Abend Dragon Thunder, magieartige Dimension in Gold, Schicksalsheld, Plasma in Gold. Die wilde Reißzahnfestung in Holo, ein Fiendish Portrait in Holo, Opening of the Spirit Gates, ein Seeker in Holo. Spiralfusion nur oben und dann sind wir durch. Die Standardkarten aus Ghost from the Past zähle ich jetzt mal nicht als Hit. Aber ansonsten bin ich hier am Ende. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr auf eure Expertise gespannt. Ein Teil der Karten hiervon oder vielleicht auch zwei Teile werden im Giveaway rausgehen. Dann machen wir einen kleinen Split zwischen Yu-Gi-Oh!, Pokémon und vielleicht einem kleinen Soccer- oder Sportarten-Booster. Und dann gibt's für euch demnächst etwas zu gewinnen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die kleine Abwechslung hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.